Langenhagen hat einen neuen Rat der Stadt. In einer fünfstündigen Marathonsitzung wurden am Montagabend die neuen Ratsmitglieder verpflichtet, alte Ratsmitglieder verabschiedet und langjährige Mitglieder geehrt. Es wurden neue Bürgermeisterstellvertreter und Ratsvorsitzende gewählt und Ausschusspositionen vergeben. Marco Kurz, der jüngste unter den ausscheidenden Ratsmitgliedern, gab seinen Kollegen noch etwas mit auf den Weg. Und eine Sache möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, meine Damen und Herren. Ich fordere, dass wir Langenhagen zu einer lebenswerten und liebenswerten Stadt weiterentwickeln. Vielen Dank. Dies sind die neuen Ratsmitglieder. Und einige davon haben das Geschehen bereits ganz schön durcheinander gewirbelt. So hat Wilhelm Behrens sein Ratsmandat nicht in der BBL angetreten, sondern mit Bernd Speich eine unabhängig-liberale Gruppe gebildet. Und Sonja Vorwerk-Gehrt ist nicht der CDU-Fraktion beigetreten, sondern ist gemeinsam mit Mike Scheer in die Gruppe Scheer-Vorwerk-Gehrt gegangen. Was hat das nun für den Rat zu bedeuten? Die neue Grüppchenbildung im Rat sorgte dafür, dass Ausschusspositionen verlost werden mussten. Gegen diese Tombola wandte sich Dr. Jens Mommsen von der BBL. Das heißt ganz klar, dass die FDP kein Stimmrecht mehr haben sollte und nur noch in einem Ausschuss Rederecht. Das war der Wille der Langenhagener Bürger. Und wenn heute aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit nichts los ist, eine andere Entscheidung fallen sollte, dann würde das den Willen der Langenhagener Bürger nicht entsprechen. Von daher möchte ich hier die entsprechenden Fraktionen bzw. Gruppen auffordern, freiwillig von ihrem Recht, auf einen stimmberechtigten Sitz in den Ausschüssen Abstand zu nehmen. Vielen Dank. Doch diese Bitte wurde nicht erfüllt und so musste Bernd Niebuhr, Justiziar der Stadt Langenhagen, immer wieder neu mischen, damit die Ausschussposten ausgelost werden konnten unter den drei kleinen Gruppen. Das Ratstheater am Rande rankte sich um den Fraktionsaustritt von Sonja Vorwerk-Gehrt aus der CDU. Auch ich werde in der CDU-Fraktion nicht weiter mitarbeiten können. Entsetzt habe ich am Mittwochabend dieses Rathaus verlassen. Man kann nicht aus irgendwelchen persönlichen Gründen an alten Erbhöfen festhalten. Was mich dann richtig und massiv geschockt hat, war eine Hasstirade eines unserer Mitglieder gegen den politischen Gegner. Wir müssen unseren politischen Gegner nicht lieben. Aber verdammt nochmal, mit Menschen respektvoll umgehen. CDU gleich Christlich-Demokratische Union. Dem C sollte in unseren Reihen wirklich ein bisschen mehr Bedeutung zukommen. Wie soll ich zum Wohle der Stadt Langenhagen und seiner Bürger arbeiten können, wenn unter den Fraktionen solch eine Stimmung herrscht? Das war die Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Mitteilung, wie gesagt, habe ich am letzten Freitag allen Mitgliedern meiner CDU-Fraktion zukommen lassen. Meines Erachtens auch noch in der richtigen Zeit eine Veränderung der Situation herbeizuführen. Aber passiert ist nichts. Keine Reaktion, kein Anruf, keine Rückmeldung. Somit habe ich jetzt meine Beschwernisse öffentlich gemacht. Und nun folgt die Konsequenz. Diese Anschuldigung wollte Mirko Heuer im Namen der CDU-Fraktion nicht auf sich sitzen lassen. Sonja, lass mich noch ein Wort dazu sagen. Du hast gesagt, echt authentisch. Du hast gesagt, es gab keine Reaktion auf deine E-Mail. Das solltest du dann an der Stelle auch richtig stellen. Natürlich habe ich darauf reagiert und habe dich angeschrieben. Aber hast mir eigentlich auch eine Antwort zugesichert. Und zwar zum Stadtteil noch, die habe ich bis heute nicht gekriegt. Das nur dazu. Dankeschön. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mit Mike Scheer eine Gruppe bilden werde, denn mit diesem Geschehen ändert sich nicht schlagartig meine politische Grundhaltung. Für Marco Zacharias, den CDU-Ortsverbandsvorsitzenden, ist die Entscheidung von Sonja Vorwerk-Gehrt ein Rätsel. Ja, Frau Vorwerk-Gehrt hat ihren Austritt aus der Fraktion erklärt.
aus der Fraktion können das nicht nachvollziehen. Sie hat in der Fraktion auch keine Stellungnahme dazu abgegeben. Wir waren alle deswegen sehr überrascht und können es daher nicht nachvollziehen. Auch der Auftritt im Rat, die Rede war so nicht geplant aus unserer Sicht und war auch unfair. Und das widerspricht auch den Aussagen von Frau Gerd, die doch sehr offen umgehen wollte. Das hat sie in der Fraktion nicht getan. Werden Sie Frau Vorwerk jetzt zum Ratsmandatsverzicht auffordern? Das werden wir tun. Sie hat selbst erklärt, dass sie gerne die Partei darüber entscheiden lassen möchte. Und als Parteivorsitzender werde sie auffordern, ihr Ratsmandat der Partei zurückzugeben, weil sie über eine CDU-Liste gewählt worden ist. Eine stabile Koalition aus Rot und Grün wird in den nächsten 5 Jahren die Geschicke des Rates bestimmen. Ganz unabhängig davon, welche Bewegungen es noch in den kleinen Gruppen des Rates geben wird, beginnen jetzt die Haushaltsberatungen für alle Fraktionen des Rates.